Hallo Freunde und willkommen zurück zu Die Zwerge, wo wir in der letzten Folge das Schwarzjoch erreicht haben und herausgefunden haben, wer denn eigentlich im Schwarzjoch ursprünglich gelebt hat. Und das waren die Dritten, die Zwergenhasser. Und das berichten wir jetzt mal freudig den Zwillingen. Und Gelehrter, was haben deine Nachforschungen ergeben? Es gibt eine verlassene Festung im Berg und ich glaube, sie gehörte den Dritten. Boendils Augen verengen sich. Den verdammten Zwergentötern? Eine Festung der Dritten? Hier? Mitten im geborgenen Land? Wir müssen Großkönig Gundrabo darüber informieren. Die Festung ist schon lange verlassen, wie es scheint. Außerdem kann ich nicht nach Ogatod, bis ich meinen Auftrag erfüllt habe. Goren ist in Grünhain. Eine Festung der Dritten hier im Herzen des geborgenen Landes. Das ist bemerkenswert, oder? Und beunruhigend. Aber sie waren schon immer verschlagen. Sie agieren in den Schatten und töten auch dort, wenn es ihnen gelingt. Du kennst ihre Geschichte? Ich habe davon gelesen. Lorimbur, ihr Stammvater, hat den Namen, den Vrakas ihm gegeben hat, abgelehnt und somit keine handwerkliche Gabe von ihm erhalten. Also studiert sein Stamm den Krieg. Das hilft ihnen, den Osten zu verteidigen. Aber es brachte sie auch dazu, sich gegen die anderen Stämme zu stellen. Kein Zwerg würde auch nur auf den Gedanken kommen, seinesgleichen zu verletzen oder gar zu töten. Doch die Zwergentöter sind stolz darauf. Als sie noch mächtig waren, wollten sie sich zu den Herrschern der Zwerge machen. Sie beneiden uns um unser Können. Man hat lange nichts mehr von ihnen gehört, aber du kannst dir sicher sein, dass es keinen Zwerg gibt, der sie nicht hasst. Der Großkönig. Warum wollt ihr mich unbedingt zu ihm bringen? Also gut. Es geht um die Wahl des neuen Großkönigs. Gandogar, der König der Vierten, ist mit seinem Gefolge in Ogatod und soll den Thron besteigen. Aber unser amtierender Großkönig Gundrabur will das verhindern. Er befürchtet, Gandogar will einen Krieg gegen die Elben anzetteln. Aber was habe ich damit zu tun? Boindil will etwas sagen, wird aber mit einem Stoß in die Seite von seinem Bruder zum Schweigen gebracht. Großkönig Gundrabur wird dir alles erklären, wenn es soweit ist. Du blickst misstrauisch von einem Zwilling zum anderen. Boindil hat eine Unschuldsmiene aufgesetzt und Boindal macht nicht den Eindruck, als wolle er auch nur ein weiteres Wort zu der Angelegenheit verlieren. Infos. Was hat dieser König Gandogar gegen die Elben? Zwerge und Elben können sich nicht leiden. Das ist einfach so. Vrakas und Sitalia haben unsere Völker so geschaffen. Das weiß ich. Aber deswegen einen Krieg führen? Nach all der Zeit? Es muss mehr dahinter stecken. Es heißt, der König der Vierten sei hasserfüllt und in dieser Angelegenheit ein Hitzkopf. Wie auch immer. Euer Großkönig muss warten. Ich habe einen Auftrag in Grünhain zu erfüllen. Aber unser Auftrag ist... Boendil hebt beschwichtigend die Hand und wirft sich bereits den Rucksack auf den Rücken. Lass gut sein, Bruder Herz. Sieh ihn dir an. Er hat seinen Entschluss gefasst und du wirst diesen Zwergen-Dickkopf nicht umstimmen. Du kannst dir ein Grinsen nicht verkneifen. Jep. Naja, die Dickköpfigkeit der Zwerge. Selbst der Tod muss sich davor beugen. Zumindest laut Geschichten. So, die hier sind immer noch ziemlich haarig. Ich gehe einmal so rum, in der Hoffnung, dass die das Dorf noch nicht zerlegen und weiter abgeschwächt werden. Ihr nähert euch Kalkbach durch seine ausgedehnten Felder, als ihr Rauch aufsteigen seht. Wenig später dringen Kampfschreie an eure Ohren und schließlich könnt ihr den Talg auf den Rüstungen der Orks riechen. Kalkbach befindet sich im Kampf. Und wir machen mit. Ich muss aber sagen, das Spiel gibt einem relativ wenig Erklärung, finde ich, zu den Kämpfen, außer in den zahlreichen Ladescreens. Ja. Gut. Würde ich sagen, braucht man nicht viel ändern. Schnell, wir müssen den Leuten helfen! So, Tundel, du darfst erstmal den und hier. Und jetzt?
Kommissar! Was ist? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Hier kommt dein Ende. In Ordnung. Zu einfach. Hier kommt dein Ende. Für Wrackers. Thema klatschen. Bringt euch in Sicherheit. Wir kommen zu euch, sobald wir die anderen Bewohner gerettet haben. Schluss damit! Wo ist der Nächste? Für Wrackers. Das ist auch von die Schon fast da. Bam. Einer weniger. Ja, ja. Erledigt. Ja, das könnte kritisch werden hier. Komm her, du! Er hat sich ja kaum gewehrt. Ja? Bin unterwegs. Oh, das ist Pech für dich. In Ordnung. Sehr gerne. So gut wie erledigt. Oh, das ist Pech für dich. Hier kommt dein Ende. Du sofort. Hast schon nichts mehr zu tun, sag das doch einfach mal. Gut, hat aber scheinbar schon funktioniert. Das war's. Sie fliehen! Das glaube ich nicht. Sie sammeln nur ihre Truppen. Das sollten wir auch tun. Kommt! Wir danken euch. Ihr habt uns gerettet. Noch nicht. Die Orks sammeln sich. Ihr müsst euch uns anschließen. Aber wir können doch nicht... Ihr könnt. Da kommen sie! Ihr könnt oder nicht, ist egal. Ihr müsst. So, erstmal die Kamera ein bisschen vernünftiger einstellen. Nee, Quatsch. Machst das so und dein Bruder macht das erstmal so. Ja? Und du auf den Weg! Abscheuliche Kreatur! Sehr gerne! Oh, das ist Pech für dich. Also das Friendly Fire kann einem, glaube ich, tierisch auf den Geist sofort gehen nachher. Sofort! Einen Moment Geduld. Bam, einer weniger. So einfach. Schluss damit. Ja. Bam, einer weniger. Aber klar. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So gut wie erledigt. In Ordnung. Hier kommt dein Ende. Sehr gerne. Entschuldigung. Einverstanden. So, Wendy, du gehst mit zu deinem Bruder. Schon fast da. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Komm her, du! Was ist? Ja? Schluss damit! Sofort! So. Auf den Weg! Zu einfach! Verstanden! Du kannst auf den Weg! Für Wrackers! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Was denn? Komm her, du! Ja? Was ist? Meine Güte. Das sollst du machen. Ja? Und du. Einverstanden. Gehst mal da oben. Yeah. Sofort! Der ist mir da reingerannt. Und jetzt? Schon fast. Solche Kreatur! Wo ist der Nächste? So, das war's. Das war's. Während Boindil noch die letzten Orks durch die Gassen des Dorfes jagt, helfen Boendal und du bereits bei der Suche nach Überlebenden. Verschiedene Dörfler, alle mit bleichen Gesichtern, in denen der Schock steht, kommen zu euch, um euch für die Rettung zu danken. Ein Mann mittleren Alters tritt nervös von einem Fuß auf den anderen und versucht, sich ein Lächeln abzuringen. Mein Vater, der Dorfälteste, er ist tot. Ich denke... Ich muss wohl in seine Fußstapfen treten, also danke ich euch im Namen Kalkbachs. Er hat Gold zurückgelegt, als Mitgift für meine Schwester. Sie ist auch... Der Mann senkt den Kopf
holt einen Lederbeutel hervor und knetet ihn mit zitternden Händen. Wärt ihr doch nur früher gekommen. Noch bevor du etwas erwidern kannst, atmet der Mann tief ein und zwingt sich, euch anzusehen. Was sage ich? Wie undankbar. Dank euch sind viele von uns noch am Leben. Meine Tochter. Meine Tochter wird vielleicht eines Tages heiraten können, dank eures Mutes. Der Mann zögert kurz, dann streckt er euch den Lederbeutel entgegen. Komm, ihr braucht das Gold zum Aufbauen. Beerdigt eure Toten, baut das Dorf wieder auf und seid eurer Tochter ein guter Vater. Wir nehmen euer Gold nicht an. Boendal mustert dich von der Seite und du glaubst, ein nachdenkliches Nicken aus dem Augenwinkel zu sehen. Der Mann öffnet den Mund, um etwas zu sagen, doch dann schüttelt er nur den Kopf und setzt schließlich erneut an. Ich danke euch, werter Herr, aber ich kann euch unmöglich mit leeren Händen gehen lassen. Hier, nehmt das. Mein Vater hat es von einem Händler eures Volkes gekauft. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Ein Stärke-Elixier, okay. Ein bisschen Gold und trotzdem noch ein bisschen Proviant, das ist doch schön. Jetzt haben wir schon zwei Stärketränke. Können wir eigentlich einem... Nee, müssen wir sozusagen als Talisman-Ersatz nehmen, ist ja scheiße. Na gut, wir sollten uns ausruhen. Wir müssen da oben hin. Das ist ziemlich weit bis Grünhain. Wir sollten aber zu Turmweiler nochmal gehen. Da können wir uns dann ja eine Belohnung abholen und da hinten einen Brachstein zum Beispiel so ein Fragezeichen. Aber erstmal Belohnung in Turmweiler abholen. Als ihr eine Rast einlegt, beobachtet ihr einen Karren, der unweit von euch die Straße entlang rollt. Auf dem Kutschbock sitzt ein junges, verliebtes Paar, das mehr mit sich als mit dem Rest der Welt beschäftigt ist. Der Anblick erinnert dich an eine alte, ungewisse Frage. Also, ich habe mich gefragt, wie sehen Zwerginnen aus? Hübsch. Sehr hübsch. Aha. Du hast dir mehr Informationen erhofft. Haben sie einen Bart? Nein, ich würde eher sagen, einen Flaum. Sehr anziehend. Und was tun sie? Ich meine, sind sie auch Kriegerinnen? In unserem Stamm kümmern sich die meisten mehr um das häusliche Leben. Sie treiben die Tiere auf die Weiden der Täler, sorgen für gefüllte Vorratskammern und gutes Bier und machen unsere Kleidung. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn Mann und Frau nebeneinander stehen und kämpfen. Einige von ihnen sind talentierte Steinmetzer und Schmiede. Hüte dich nur davor, ihre Künste zu beleidigen. Sie stehen uns in ihrem Stolz in nichts nach. Zeichen des Angriffs auf Turmweiler sind noch immer zu sehen. Doch die Reparaturarbeiten gehen gut voran. Schade, ich dachte, wir kriegen hier nochmal eine Belohnung. Ich würde gern zu dem Fragezeichen im Brachstein. Vielleicht kriegen wir dann auch endlich mal einen Händler abgefangen. Erneut kommt ihr an die Kreuzung mit dem Gasthaus zum Steinernen Schaf. Aber... Ich würde halt eigentlich gerne weitergehen. Mit den Zwillingen im Schlepptau gehst du zum nächsten freien Tisch und ihr setzt euch. Der Wirt kommt hinter der Bar hervor. Ich würde sagen, von einem der Tische hörst du missmutiges... Ja, das kann man schon. Ich hätte nichts gegen ein Schwarzbier einzuwenden. Der Wirt nickt und nimmt auch die Bestellung der Zwillinge auf. Nach ein paar Minuten kommt der Wirt mit den bestellten Bieren zurück und stellt sie vor euch ab. Ist das alles? Ich hätte gern mal ein bisschen, wobei tu mal eben das dazu gerne haben. Wir kaufen mal noch ein paar Vorräte. Immer so 50. Weil unsere Gruppe ist ja jetzt schon mit drei Leuten unterwegs. Das heißt, wir verbrauchen noch relativ viel davon. Ist ja nicht so cool. Sind zwei Reisende hier vorbeigekommen? Einer von ihnen war ein Famulus, der andere ein Söldner. Der Wirt schüttelt unbeteiligt den Kopf und murmelt etwas Unverständliches. Einer der Gäste schickt sich an, etwas zu sagen, doch er schweigt, als sein Tischnachbar ihn in die Seite stupst und kaum wahrnehmbar den Kopf schüttelt. Du wendest dich dem Gast zu, der von seinem Tischnachbarn zum Schweigen gebracht wurde. Wolltet ihr etwas sagen, mein Freund? Ich bin nicht dein Freund! Und sagen wollte ich dir auch nichts. Der Mann wirft seinem Tischnachbarn einen schnellen Blick zu und konzentriert sich dann wieder auf sein Bier. Hm.
Du wendest dich dem Gast zu, der etwas über Unterirdische gemurmelt hat. Warum ist es merkwürdig, dass wir hier sind? Der Mann schaut kurz auf, blickt dann aber wieder in seinen Bierkrug, aus dem er heute Abend schon mehr als genug getrunken hat, und murmelt undeutlich. Spiel nicht den Unwissenden. Die Orks ziehen durch unsere Länder, und wessen Schuld ist das? Ihr habt sie reingelassen. Ich war nicht am steinernen Torweg und weiß nicht, was passiert ist. Aber in einem kannst du dir sicher sein. Niemals würden Zwerge und Orks gemeinsame Sache machen. Wir töten sie, wo wir auf sie treffen. So wahr ich Boindil Zweiklinge heiße. Der Gast und seine Tischnachbarn zucken erschrocken zusammen. Sie murmeln eine Entschuldigung und konzentrieren sich auf die Biere vor ihnen. Ja, solltet euch mal benehmen. Ja, komm, wir sind müde. Ihr verbringt. So, damit haben wir auf jeden Fall wieder noch Vorräte. Jawohl. Euch kommt ein bunter Händlerwagen, gezogen von zwei stämmigen dunklen Pferden, entgegen. Ein kleiner Mann sitzt auf dem Bock, und sobald er euch sieht, wird der Wagen langsamer. Als er neben euch zum Stehen kommt, erkennt ihr, dass der Fahrer kein kleiner Mensch ist, sondern ein Zwerg. Seid gegrüßt, meine Freunde. Viel zu selten trifft man in dieser Gegend wandernde Zwerge. Ihr könnt mich Mord nennen. Grüße, Mord. Ich bin Tungdil, das sind Boindil und Boendal. Du bist erfreut, einen weiteren Zwerg zu treffen. Und einen so freundlichen und eloquenten noch dazu. Wandernde Zwerge sind vielleicht nicht alltäglich, aber ein Zwerg als fahrender Händler, das ist nun wirklich ungewöhnlich. Da seht ihr, was für ein großes Glück es ist, dass wir uns getroffen haben. Kommt, schaut euch meine Waren an. Sicher findet ihr etwas, das ein Zwerg gebrauchen kann. Ich mache euch einen guten Preis. Okay. Ein großer Heiltrank. Das ist interessant. Den nehmen wir mit. Man weiß ja nie. Oh, das sollte man vielleicht wem geben. Ich glaube, das wäre für Tudel ganz geil. Ich weiß noch nicht, wie viele weitere Gruppenmitglieder wir kriegen, deshalb behalte ich erstmal die ganzen Sachen noch. Wohin des Weges? Nach Klintal. Ein kleines Dorf, in dem nur kleine Geschäfte auf mich warten. Aber die Menschen dort sind nett und herzlich. Ich kenne einige von ihnen von Kindesbeinen an. Ist es nicht verblüffend, wie viel sie in ihrem kurzen Leben zu leisten vermögen? Nach einem Blick auf Boindils finstere Miene fährt Mord unbeeindruckt fort. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass in unseren Hallen nicht der gleiche Drang herrscht, etwas zu bewegen und Dinge zu ändern. Das liegt daran, dass es keinen Grund gibt, Dinge zu ändern, wenn man sie gleich richtig macht. Wir Zwerge denken erst nach und handeln dann. Dass diese Behauptung ausgerechnet von Boindil kommt, lässt dich zunächst an einen Scherz glauben. Aber dein Freund mustert den Händler nach wie vor mit ernstem und misstrauischem Blick. Ich bin beim Magus Lord Ionan in Ionanda aufgewachsen. Ich hätte viel dafür gegeben, jemanden wie dich zu treffen. Ich verlasse nur selten diese Gegend. Hier kennt man mich. Die Pöbeleien und Angriffe halten sich in Grenzen. Mord zuckt mit den Schultern, als sei es keine große Sache. Als er deinen betroffenen Blick sieht, fügt er noch hinzu: Ich mache den Menschen keine Vorwürfe. Es ist auch unsere Schuld, weil wir uns von den anderen Völkern abgewandt haben. Was man nicht kennt, fürchtet man. Ich finde sein Voice Acting echt nicht gut, aber ich mag Mord. Falls ich fragen darf, von welchem Stamm bist du, Mord? Die Kleidung des Zwergs wirkt eher menschlich und er trägt kein Wappen. Mein Stamm? Ist das wichtig? Ich bin mein eigener Stamm. Ich gehe, wohin es mir gefällt, genieße die frische Luft und die Sonne auf meiner Haut. Neben dir spannt Boindil die Muskeln an und du glaubst, aus den Augenwinkeln zu sehen, wie seine Hände ein Stückchen näher zu den Griffen seiner Äxte wandern. Ob der Stamm wichtig ist? Ihr zwei seid bestimmt von den Zweiten, nicht wahr? Ich erkenne es an euren Rüstungen, aber du? Er mustert dich eine Weile. Du bist kein Zweiter, oder? Da du selbst noch nicht mit Sicherheit weißt, welchem Stamm du angehörst, bleibst du ihm eine Antwort schuldig und zuckst nur mit den Schultern. Mord wirft dir einen wissenden Blick zu und nickt langsam. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen weiter. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen, Mord. Mord lächelt. Geht mir genauso, Tungdil.
Wrakas sei mit euch. Mord treibt die Pferde an und der bunte Wagen setzt sich polternd in Bewegung. Du solltest nicht so vertrauensvoll sein. Boindil blickt dich vorwurfsvoll an, kaum dass sich der Wagen einige Meter entfernt hat. Ein Zwerg, der seit Jahren alleine bei den Menschen lebt und seinen Stamm verleugnet. Weißt du nicht, was das heißt? Er ist ein ausgestoßener Tungdil. Sein Clan und sein Stamm haben ihn aus der Gemeinschaft verbannt. Es ist eine schlimme Strafe und wird nur bei schweren Vergehen verhängt. Die Zwillinge unterhalten sich noch lange darüber, welches Verbrechen der Händler begangen haben könnte, und bringen dir die Grundlagen des zwergischen Rechts bei. So dramatisch ihre Schilderungen sind, du hattest weder den Eindruck, dass Mord ein Verbrecher war, noch dass er sonderlich unter der Verbannung litt. Vielleicht wurde er auch von den Dritten verbannt. Man weiß es nicht. Gut, wir haben noch mal ein paar Erfahrungspunkte erhalten. Und ich würde sagen, wir machen uns in der nächsten Folge auf den Weg nach Brachstein. Das soll es für diese Folge und auch entsprechend diese Woche gewesen sein. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder zu Sekiro. Und ansonsten nächste Woche geht's weiter mit The Dwarves, die Zwerge. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.